In Uchu. Ja, die Dinger kennen wir ja auch zur Genüge. Und jetzt in die Richtung wieder. Und mein Dragoras laufen hier wieder rum. Das war so gut. Wir müssen hier mal rein. Und dabei wollte ich eigentlich keine Hauptquest machen, aber ich hätte gedacht, dass halt mehr Bestiariumsviecher hier in dem Wald rumlungern. Ah, du bist es wieder. Konnte meine Frau dir. Konnte dir meine Frau ein passendes Gastgeschenk nennen? Ja, konnte sie. Und zwar das hier. Aber natürlich, eine Milchwurzel. Diese Silfen saufen das milchige Zeug so schnell wie ich meinen guten Honigwein. Und der Effekt ist ebenfalls fast gleich. Wie auch immer, wenn du den Silfen eine Milchwurzel mitbringst, werden sie dich vom ersten Moment an als gute Freundin betrachten. Lasst mich das für dich einpacken. Ich fühle mich schon leicht benebelt. Echt? Muss ich mir Sorgen machen? Und Stufenaufstieg. Ich habe mir erlaubt, deine Milchwurzel gut einzupacken. Das sollte sie frisch halten und dir zudem diesen furchtbaren Gestank ersparen. Die Silfen lieben das Zeug, aber ich würde eher an Schokobodungen schnüffeln. Der Gestank ist sogar noch schlimmer als der Atem des Morbolds, der meinen Tagen als Abenteurer ein Ende bereitet hat. Wir können hier mit Sicherheit den ganzen Tag über Geschichten austauschen. Aber du hast vermutlich Wichtigeres zu erledigen, oder? Die Silfen sind ein verschrobener Haufen. Aber ich habe genug Zeit mit ihnen verbracht, um zu wissen, dass sie ein gutes Herz haben. Sie werden jemanden mit ehrbaren Absichten nicht abweisen. Möge deine Unterredung ergebnisreich sein, meine Freundin. Und schau doch auf dem Rückweg mal wieder hier vorbei. Dann können wir bei einem Krug Honigwein mal wieder alte Geschichten aufwärmen. Das wäre eine Idee. Ah, und bevor ich es vergesse, Emlein möchte mit dir sprechen, bevor du aufbrichst. Gute Reise, meine Freundin. Bitte grüß die Geflügelten von mir. Ja, machen wir. Kein Problem. So, aber ganz kurz was zu trinken eingießen. Weil ich ahne schon wieder, dass ich heute verdammt viel lesen werde. Spätestens bei Herr der Ringe. Was hat der gute Emländer zu sagen? Du hast dich von dem alten Hofthorn in der Kultur der Silfen unterrichten lassen, oder? Nun, ich wüsste keinen Grund, deine Mission noch weiter zu verzögern. Das klingt doch ganz nett. Bei deiner Ankunft in der Silfenzuflucht solltest du eine junge Silfe namens Kumuxio aufsuchen. Sie fungiert als Vermittlerin zwischen unseren Völkern und genießt das volle Vertrauen der Ältesten des Silfenstamms. Wie ich sehe, hat Hawthorn dir einen der stinkenden Wurzeln, die die Silfen so lieben, eingepackt. Ich habe jedoch etwas viel Wichtigeres für dich zu überbringen. Ein Schreiben der ältesten Saatseherin. Das Schreiben birgt für die Integrität der Gesandten. Das bist du. Und bekräftige Redanias Wunsch nach einer friedvollen Beziehung mit unseren langjährigen Freundinnen im Wald. Der Krieg mit den Xer hat unsere Ressourcen ganz schön strapaziert. Wir können uns keinen weiteren Konflikt leisten. Du musst dir wohl kaum einschärfen, wie wichtig diese Mission ist. Mögen die 12 mit dir sein. Ja. Gerne, gerne. Ich bin ja so ein bisschen unsicher, was diese Hilfen angeht. Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel habe ich sie das letzte Mal getroffen? Ich glaube in FF
4. Meine ich, müssten die auch zumindest dran vorkommen, die Sylphen. Also es ist schon ein interessantes Völkchen, aber... Also ich bin nicht so der Fan von denen. Wobei, warte mal. Die sehen eher aus wie so kleine Aliens. Ja, okay. So, wo ist denn unsere Kumuxjuta? Hallo Kaya, schön, dass du reinschaust. Ich bin eine Biene. Nein, ich bin eine Biene, ja. Ich heiße Marvin. Ach, das wird schön nachher. Oh Mann. Ja, ich hoffe, du hast das Wochenende gut überstanden. Und ich hoffe, du musst jetzt nicht deine Therapeutin aufsuchen. So. Noch ein Glück. Das ist gut, das ist gut. Ansonsten würdest du mit mir auch ein großes Problem kriegen, wenn du nachher zu Herr der Ringe nicht da bist. Dann würdest du dauerhaft Audioaufnahmen kriegen mit: Ich bin eine Biene. Wochenende war mega geil. Ja, das freut uns. Das freut uns. Und viel Spaß im Lurk. Und bis später. Kannst du mir dann ja schreiben. Also, es ist auf jeden Fall so für 21 Uhr angesetzt, aber wenn es bei dir später werden sollte, kannst du mir gerne schreiben. So. Die Laufende ist der Meinigen nicht bekannt. Die Meinige traut fremden Laufenden nicht. Die Laufende sollte heimgehen und die Meinige in Ruhe lassen. Gott, schon wieder so ein Volk, was so Kacke spricht. Nee, wird nicht später. Bis nachher, Bruder. Bis nachher, mein Sohn. Und tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Ne? Sonst gibt's Hausarrest. Die Laufende möchte mit der Meinigen sprechen. Die Meinige spricht nicht mit Rüpelingen. Die Laufende kommt ins Gebiet der Unsrigen. Daher sollte die Laufende sich gebührend benehmen. Ach ja, tanzen, warte mal. Wie ging das denn nochmal? Hallo Dallmatz, schön, dass du da bist. Ein hässlicher Elf winselt und ein wertloses Leben. Was würde der Matz tun? A. Er lässt den Elf seine Wege gehen. B. Er schlachtet Johann den Elf ab. C. Er ruft seine Freunde und gemeinsam schlachten sie den Elf. Ich vermute C. Oh Mann. Ich hoffe, es geht hier soweit gut. So, ich hoffe. Ist das der Tanz? Ich bin mir nicht sicher. Die Meinige heißt die Laufende, die sich wie die Unsrigen bewegt, willkommen. Wenn die Laufende mit der Meinigen sprechen möchte, wird die Meinige antworten. Die Meinige ist beschäftigt, daher sollte sie sich die Laufende kurz fassen. Ah, das ist in der Dorf und Stadt zu machen. Das ist gemein! Aber woher willst du wissen, dass die Elf oder dass der Elf wirklich in sein Dorf rennt? Vielleicht rennt er auch einfach nur in ein Gefängnis, also, ne, in ein anderes Dorf, um seinen Feinde abzuschlachten. Oder abschlachten zu lassen. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen wieder. Und ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest ein halbwegs schönes Wochenende. Und ja. So, wir müssen immer noch mit dir sprechen. Ich glaube, ich mag die Silfen. Wobei die Musik cool ist. Die Laufende hat ein Geschenk für die Unsrigen. Die Laufende ist eine Nette. Die Laufende hat aber keinen Bock mehr, die ganze Zeit die Laufende genannt zu werden. Die Laufende bringt eine Milchwurzel. Die Milchwurzel erfüllt die Meinung mit die Meinige mit Freuden. Die Meinige dankt dir. Alter, Alter.
Die Laufende hat ein Wortpapier für die Ältigste. Die Milchwurzel der Laufenden macht die Meinige glücklich. Die Meinige wird die Ältigsten das Wortpapier geben. Anschau. Essen! Anschau. Alter, Feuer, wer soll das denn essen? Ich. Danke. Alter, riecht das geil. Alter. Alter. Mega. Voll geil. Ja. Danke. Nein, lass mein Essen. Ja, sag mal. Danke. Will der Frisches mir echt mein Essen klauen, ey. Unglaublich. er sucht Schuss und Hilfe, also flüchtet er dorthin, wo er diese Elfen können dann einen Elfenmedizin versorgen. Na, das ist Quatsch, dann. Das ist Quatsch. Aber danke. Ja, ich werde immer mal so nebenbei ein bisschen was schnabulieren. Ich habe mir nämlich extra was essen gewünscht, was ich auch kalt essen kann. In aller Not. Wobei das Baguette so lecker ist, ich glaube, das kann ich nicht kalt essen. die Laufbinde kann ganz beruhigt sein. Um das jetzt hier einmal kurz abzuschließen. Die Laufende möchte mit den Unsrigen sprechen. Dann sollte die Laufende sprechen. Mach mal Pause und dünn's ordentlich. Nee, ich streame ja seit einer Stunde und 15 Minuten. Beziehungsweise 20 Minuten Pause muss ich da, also vom Anfang muss ich ja noch mit einrechnen. Also Pause dauert noch. Knapp eine Stunde. Dann könnte ich erst eine Pause machen. Seid gegrüßt, Silfenfreunde. Wir kommen als Gesandte von Gridania, der seit Generationen im Einklang mit eurem Stamm lebt. So ist es. Wir sind gekommen, um eure Ältesten die Ehre zu erweisen und mehr über Ramu von ihr zu erfahren. Die Laufende kommen aus Gridania. Warum haben die Laufende das nicht eher gesagt? Die Meinige mag keine Tricks. Die Laufende sind zu Tanzern geworden und die Laufenden haben Milchwurzeln gebracht, aber die Meinigen traut den Eurigen nicht. Die Meinige wird nicht mehr sprechen. Die Ältigste ist beschäftigt. Die Laufende sollte heimgehen. Was hat das zu bedeuten? Die Silfen hier haben die Gridania doch immer mit offenen Flügeln empfangen. Das Schreiben, das Wortpapier von der Dari ist ein Friedensschwur von der ältesten Saatseherin. Ihr wollt uns dennoch abweisen? Was ein wirres Gerede. Ja, ist echt so. Echt so. Die Meinige hat Gründe, die Laufende nicht angeht. Die Ältigste hat keine Worte für Gridania. Die Laufende verschwenden ihre Zeit und die Meinige. Nee, alles gut. Wie gesagt, ich mache erst oder meistens immer erst dann eine kleine Essenspause, wenn ein Spielwechsel ist. Und vorher halt so zwischendurch mal ein bisschen essen. Da bin ich mit zufrieden. So abgewiesen zu werden, womit haben wir das verdient? Vielleicht war der Freundstanz von der Daria nicht freudig genug? Da bin ich mal auch, überfragt. Aber etwas sagt mir, dass jüngste Vorkommnisse unsere geflügelten Freunde enorm misstrauisch gemacht haben. Wir sollten uns in der Gegend umhören, um herauszufinden, wie wir ihr Vertrauen gewinnen können. Stumm, Schlaf. Nehmen wir das da. Das habe ich immer noch rumfliegen. Nur so wie das hier. Wobei, ne, den Gildengeheiß hatten wir gemacht. Besteigung, glaube ich, auch, oder? Weiß das nicht mehr. Gut, dann sprechen wir einmal mit Ida.
Sag mal, bist du in der Stimmung für ein kleines Tänzchen? Ja, ich rede von Tanzen. Mir ist gerade ein Licht aufgegangen. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, die traditionelle Begrüßung der Silfen zu lernen. Und doch haben wir viele Bewohnern der Silfenzuflucht noch gar nicht unsere Aufwartung gemacht. Wenn wir sie mit einer kleinen Darbietung unserer tänzerischen Künste beeindrucken, haben sie sicherlich keinerlei Zweifel mehr an unseren Absichten. Sonst macht sich schließlich niemand derartig zum Oppo Oppo, oder? Also soll ich mich jetzt zum Affen machen? Ei. Warte mal, da. Stimmt, ich habe die Katzen heute aus. Fällt mir gerade ein. Warte mal. Ich wusste, dass ich schon wieder was vergessen hatte. Mir fehlt meine kleine Katze. Ja, ihr kriegt doch gleich eure Katzen. Ich habe es doch nur einmal vergessen. So. Katzen müssten eigentlich gleich da sein. Hoffe ich. Ja, da sind die Katzen. Her damit. Unglaublich. Es tut mir doch leid. Das Leben hat wieder einen Sinn. Oh Mann. Ihr seid eindeutig süchtig von Katzen. Ihr Katzensuchtis. Wo ist die nächste? Ah, da! Okay, warte, das hier. Und da fehlt nur noch eine. Dich hier. Mensch, der Tanz passt sogar so minimal. Ich würde ja gerne wieder ein paar Monster abschnitzeln. Willst du die gute Nachricht oder die bessere Nachricht hören? Die gute Nachricht ist, dass dein Tanz die Silfen sehr aufgeheitert hat. Die bessere Nachricht, ja, ich habe mich gerade von meinen Beinkrämpfen erholt. Auf zu unserem nächsten Abenteuer. Das war das. Abschnitzeln. Abschnitzeln. Nicht Schnitzel. Unglaublich. Papa Limo. Ich nehme an, als Abenteurerin bist du es gewohnt, anderen Leuten in Not zu helfen. Teilweise. Geschichten über gute Taten verbreiten sich schnell. Eine Abenteurerin, die der örtlichen Bevölkerung zur Hand geht, kann über Nacht von einer Fremden zu einer Heldin werden. Du weißt sicherlich, worauf ich hinaus will. Die Silfen in der Zuflucht sind aus ihrer Heimat vertrieben worden. Und sicherlich haben sie eine Menge Sorgen und Probleme. Wer hat die nicht?
Suche die Sylphen in Not auf und versuche, ihre Sorgen zu lindern. Ein guter Plan, findest du nicht auch? Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Sylphen ihre Probleme nicht jedem dahergelaufenen Fremden anvertrauen. Du solltest dich daher erstmal an die Druiden Imedia wenden. Von den Gridanien, die hier leben, kennt sie sich vermutlich am besten mit den Sorgen der Sylphen aus. Welches Spiel ist als nächstes? Du weißt, welches Spiel als nächstes kommt. Gut, das sind sogar 21er Quests, Gott. Komm, die nehmen wir einfach mal an. Boah, ich will sie auch nicht vorlesen. Achso, anstupsen sollen wir dich. Ah, das dauert doch wieder. Geht das unter... Ich weiß nicht, ob das da runter geht. Okay, nein. Stups. Ich weiß, es würde auch einfacher gehen, aber... Ich vermute, dass einfach... Nee, das war's nicht. Da! Zeigen, wie du dich selbst betrachtest? What? Warte mal. Ich glaube, das war aber auf sie, nicht auf mich. Hä? Nee, doch, war auf mich. Ja, doch. Nee. Hä? So. Mache ich das hier richtig? Ja. Ah, endlich fertig. Oder? Oh, super Finn. Guck mal. Deine Commands funktionieren nicht. Die funktionieren nicht, weil es sie nicht gibt. Zumindest diese da nicht. Du brauchst auch noch Hilfe bei Haarmücken. Das machen wir auch noch. Und wenn du jetzt hier auch wieder irgendwelche Befehle von mir machen möchtest. Nein. Okay, das ist gut. Dann können wir jetzt auch einmal die Hauptquest annehmen. oh, eine Abenteurerin. Was kann ich für dich tun? Den Gebietern sei Dank. Die Sylphen in der Sylphenzuflucht haben ein wenig Hilfe bitter nötig. Die Sylphenzuflucht ist eine provisorische Siedlung, bietet daher wenig Komfort, vor allem aber keine besonderen Schutzmaßnahmen. Da verirren sich häufig wilde Kreaturen in die Siedlungen und terrorisieren die unglückseligen Bewohner. Wenn du jeweils einen Jungzis und eine Gallenschnake ausschalten könntest, wären die Sylphen und ich dir ewig dankbar. Könntest du darüber hinaus vielleicht drei Rothutpilze sammeln? Wir spielen eine wichtige Rolle im Leben der Sylphen. Ach du grüne Nonne. Ja, komm. Das dauert doch wieder Ewigkeiten. So, also, wir sollen in diese Richtung. Und da sind auch schon die Jungzis.
Die haben so ein bisschen was von so einem Dinosaurier. Wie hießen die damals noch? Ich habe als Kind immer solche Dinosaurier-Dokumentationen geguckt. Und da gab es ein Viech, das sah fast genauso aus. Da hatte ich tatsächlich auch immer so ein bisschen Schiss vor. So, da ist noch ein Rothutpilz. Hallo? Ich war gerade am überlegen, ob das vorne oder hinten von der Seite kam, die erkennt das. Bitte heute schon wieder unmöglich. Oh, wilde Keiler. Wilde Keiler mit einer sehr seltsamen Frisur. Hallo, du kleiner wilder Keiler. Was? Ach, Leo. Oh Gott, keine Ahnung. Ja, heißt das wie so? Also, ich habe keine Ahnung. Sogenannter Flugsaurier. Ich habe nicht alle Dinosauriernamen im Gehirn. Ich kenne T-Rex. Wobei auch der wahrscheinlich noch einen extra Begriff hat. Die gefiederten Saurier, die nicht fliegen können. Ah, die Viecher! Ja, ich glaube, das weiß ich. Ich glaube, die hatten wir auch in dem Dino-Park mal gesehen. Da gab es, glaube ich, so eine Figur von. Fängst du wieder mit deinem Ark an? Haarmucken. Genau, Haarmücken. Ich mag sie. Und da hinten sind auch noch diese komischen Giftdinger. Noch mehr Haarmücken? Ich glaube, die Haarmücken mögen mich nicht. Die Versuchsgefahr. Also ich würde es wahrscheinlich spielen. Für Frisches ist es, glaube ich, nichts. Der mag das Spiel, glaube ich, nicht. Wenn ich mich richtig entsinne. Ich habe es 4 Stunden gezockt und es in die Ecke gelegt. Also ich finde Ark ganz cool. Wie gesagt, ich würde es auch spielen. Aber ja. Erstmal haben wir noch mehr als genug Spiele, die beendet werden müssen. Und die noch auf dem Plan stehen. Vielleicht mache ich das ja irgendwann mal wieder in einer Umfrage dann. Und dann
Bestes. Sakundril Mara. Schönen guten Abend. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Wie geht es dir? Ist alles gut bei dir? Ach du Grüße. Ah, Eva. Ich mag Schweinchen nicht. Greift's an. Jetzt greift's an. Irgendwie habe ich immer Angst vom Mobs, die größer sind als ich. Ja, da habe ich immer so einen minimalen Respekt vor. Oh, gute Nacht. Warte, bis ihr verheiratet seid. Nur eine etwas zu sagen. Nee. Nee, bei uns hat dann jeder was zu sagen. Jeder hat sein Selbst dazu zu geben. Rüschus wie auch ich. So, wo ging dann die... Einen Gallenschnake erledigen. Und der Rothutpilz. Jeden Tag eine gute Tat. Das sagt man immer so am Anfang. Ich glaube, das sage ich nicht. Das wird, glaube ich, auch so sein. Ich glaube, bei uns ist keiner, der das Sagen hat. Wir nehmen mal bitte die Grillantilope, oder? Doch, wir nehmen die Grillantilope. Und bei dir, was kriegen wir hier? Bumbo-Schärpe. Warum nicht? Dann möchte ich einmal das Ding hier essen. Warte. Den Händler? Ja, da oben. Kann ich da handeln? Wäre ja mal ganz, ganz angenehm. Hilfe, bitte. Ach so. Okay, ich glaube, ich verstehe. Es ist nicht der Händler im eigentlichen Sinne. Dann nicht. Ich habe das Gefühl, auf dieser Map werde ich mich 30.000 Mal verlaufen.